Hallo zusammen, heute geht es um Einhängkörbe für Liebherr-Gefriertruhen. Ich weiß, Gefriertruhen ist nicht der Hit, das ist unkompliziert und so weiter. Nur eine Gefriertruhe braucht im Verhältnis zum Kühlschrank oder Gefrierschrank weniger Energie, aber sie wird anders klassifiziert. Also wenn man die Klassifizierung A, B, C und weiß ich was alles da mittlerweile für einen Scheiß unterwegs ist, dann verlässt man sich auf das A, ist dann ganz gut, A++, was es nicht mehr gibt. Da, mein Superlabel. Gibt es nicht mehr. Dafür gibt es jetzt A bis G. Nur, wie viel Strom das eine Tiefkühltruhe braucht oder ein Tiefkühlschrank, das steht nicht dahinter. Man sollte aufschreiben, das braucht im Jahr 50 Franken oder 50 Euro Strom beim durchschnittlichen Stromverbrauch oder so. Aber weil mit Watt und Kilowattstunden, da kennt sich dann keiner aus. Ich habe diese Einhängkörbe. Und zwar bauen wir ja Liebherrgeräte um zu unseren Transcoolern. Das sind also stehende Geräte. Und überall hat es solche Körbe drin. Und diese Körbe sammeln sich bei uns. Es ist auf der einen Seite schade zum Wegschmeißen. Und ja, irgendwann werden sie wir es wegschmeißen, wenn wir sie nicht verkaufen. Ich habe hier die Länge. Das ist die Länge über alles. Die Breite so. Und die Höhe vom Korb innen drin, weil sie hier gestapelt sind. Und die Einhängelänge, das ist die Breite der Truhe, wo sie reingehen muss. Aber wir schauen jetzt, was ich sonst noch so Körbe habe. Ja, wir sind hier in unserem neuen, neu gestalteten Lagershop. Und hier hat es natürlich nicht nur 12 Volt Geräte, sondern hier sammeln sich solche Truhen oder Körbe an. Und wir sehen hier die Maße dieser Körbe. Das sind alles Körbe von Liebherr. Da geht es noch weiter. Wir haben noch mehr am Lager. Und hier unten sind andere Körbe. Diese Körbe können wir verschicken. Aber wir bieten die jetzt hier an für 5 Schweizer Franken pro Korb. Cash and Carry, Geld gegen Ware, mitnehmen. Hier drüben geht es dann weiter mit Kühlaggregaten. Da oben stehen einzelne Kompressoren. Wir haben Gastronomschalen, die wir brauchen im Sortiment. Das ist jetzt der bisschen gewerbliche Ecke. Oben hat es Heizungselement, Kühlboxen. Aber dieser Shop wird jetzt wachsen. Wir beigen unsere Ware in diesen Lagershop. Ja, das sind diese Körbe und unser Lagershop im oberen Stock. Diese Körbe könnt ihr holen. Die sind da, solange es hat, hat es. Auch unser Lagershop ist was Neues. Wir probieren es. Ich habe hier das Logo aufgehängt. Und dieser Lagershop, wir haben sehr viele Ware am Lager, wie zum Beispiel diese Körbe, die wir nicht anbieten. Eigentlich schade zum Wegschmeißen. Und wenn es einer gebrauchen kann, 5 Franken, ein Korb, kann er seine Truhe füllen. Auch wenn die Maße anderweitig passen, ich weiß nicht, was ihr vorhabt. Hier oben mache ich euch einen Link über diese Transcooler, wo jemals diese Körbe drin sind, die wir dann rausnehmen, weil wir die Truhen ablegen, zu einem Transportkühler umbauen. Ja, das soll es gewesen sein für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns bei uns im Lagershop, wo wir wirklich viele Schnäppchen haben.